Die scheiß Cheater haben voll Tag gemacht, ey. Hast du wieder Konsolenbefehle eingegeben? Ja, natürlich. Set Time Day. Habe ich einfach mal gemacht und das hat funktioniert. Was machst du da eigentlich? Ich finde es gut, dass wir Fackeln aufgebaut haben. Und dass wir zum Glück gar keine, dunkel wird. Dass wir gar keine Pausen machen zwischen den Aufnahmen, wo es dann plötzlich Tag werden könnte. Nicht. Das ist ganz gut. So, bist du ready? Ja, ich bin bereit. So, dann soll ich? Bin ein bisschen okay. Du stehst ja da oben, ich zum Glück nicht. Oh. Was war das denn gerade? Alter, der kann hier reinschießen. Es ist sehr gut, dass der scheiß Pinguin da unten unsere Schießscharten nutzt. Die sind gar nicht so dumm. Treff ich den überhaupt? Doch, ich treff den. Und sonst, wie war dein Tag? Angenehm, du, angenehm. Wir müssen zwischendurch immer mal Energie aufladen, ne? Nicht vergessen. Deine Energie ist auch down. Ja. Es ist ein epischer Kampf, der sich hier gerade entfacht. So. Das Ding kann anscheinend echt keine Steine durchschießen, ne? Vor allem, wie der Pinguin da oben drin auch sitzt, ne? Ja, ich glaube, das hat sich festgebackt in den Steinen, wie es aussieht. Ja, ich bin ein Pinguin. Kämpft nicht der Batman auch gegen den Pinguin? Ja, tatsächlich, gegen diesen... Boah, wie heißt der nochmal? Danny DeVito. Nee, der hat doch einen ganz bestimmten Namen. Wie heißt der denn nochmal? Du meinst einen richtigen Namen? Ja. Boah, den habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Boah, das muss ich jetzt nebenbei googeln, ey. Ja gut, du kannst in diesem wichtigen Kampf nicht fehlen. Der ist eh down, glaube ich, ne? Ja. Ja, du musst dir das ja eh holen. Also du musst dir das holen. So, Molten Core. So, Dreadwing the Penguin. Ich lese diesmal nicht vor, was in den Büchern steht. Das kennen wir ja alles schon. Machst du in der nächsten Staffel. Genau. So, ciao. kannst du dich für den Schießscharter eigentlich hochteleportieren? Nein. Leider nicht. Ah, schade. Aber ist ja egal. Bist ja eh gleich in der Freiheit. So, ich hab nur 5 Molten Cores. Okay, die werden vielleicht für den Anfang reichen. Der Batman-Pinguin heißt einfach nur Batman-Pinguin. Ja, nee, aber Pinguin. Nee, der hatte noch Copper, irgendwas mit Copper, nicht Copperfield, sondern irgendwas mit, der hatte noch einen richtigen Namen. Copperpot. Der hieß Copperpot mit Nachnamen. Cobblepot. Cobblepot, genau. Ja, siehste. Genau. Boah, wieso weiß ich sowas? Weiß es nicht, aber ich weiß, dass dieses Jahr sogar ein richtig krasses Batman-Game rauskommt. Ja, das dauert aber noch ein bisschen, ne? Ja, doch, das dauert noch. Okay, pass auf. So. Zack. Jetzt mal die Laterne hier hin, die ich noch gesammelt habe. Jetzt pass auf, Tobi. Halt dich fest. Halt dich fest irgendwo. Hast du irgendwas, wo du dich festhalten kannst gerade? Ich halte mich gerade am Monitor fest, ja. Okay, das ist gut. Also auch in-game festhalten. Ich guck mal gerade. Wo ist denn das Ding hin? Ah, hier. In deiner Hose. So. Kennst du das noch? Das ist nicht das Ding. Denn? Nicht das in meine Hose, sondern das hier. Ach, das da, ja, geil, ja, hey, juhu, ja. Yeah, yippie. Armap Upgrade, Craft, yeah. Yeah, Iron Hunting Bow. Yeah. Da können wir auch. Yeah. Guck Diamanten. Mal, Tetris-Puzzleteil. Diamanten sammeln wir später mal, ne? Also wenn, das machen wir so, dass wir beide Diamond Pickaxe haben. Iron Hunting Bow haben wir ja schon. Star Map updated. Star Map, wer hast noch's gefunden, du? Bei diesem Ding, wo du da gebaut hast. Oh, ein Hunting Knife. Ach da, Star Map. Iron Bar. Hast du noch Iron Bars? Iron Bars? Iron Bars? Nee, ich glaube nicht. Bravo, du? Hey, wie du hast keine Iron Bars. Irgendwer muss die von uns haben und du bist das. Ich habe die. Ich habe Silber. Ach ja, ich habe das ganze Zeug hier noch drin. Ja, stimmt. Kannst du mir vielleicht... Wäre das? Das wäre super. Na, wie ist das Gefühl, sitzen gelassen zu werden? Versucht abzuhauen. Du weißt aber schon, wenn du dich jetzt wegbeamst, komm ich ganz einfach hier aufs Schiff. Runter von meinem Schiff. Steht hier irgendwo dein Name. So, Iron Bar. Ich hab die in die Kiste oben gelegt. Ah, ich wollte gerade Herschel mit Gehörmethoden, vor allen Dingen nicht Verhör, sondern Gehörmethoden. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir hinfliegen. Ich habe gerade einfach Kohle auf den Kopf gehauen.
Ja, ist doch mal ganz lustig. Kann man doch mal machen. Denn ich hatte ja kein Star-Map-Upgrade. Was? Das hatte ich ja nicht, weil irgendwer sich also mit den Eisenbahnen... Also das heißt, Eisenbahn... wir fliegen jetzt wieder in einen Level-1-Planeten? Ja. Weil irgendwer hat sich ja mit dem... Irgendwer hat sich ja mit dem Eisen aus dem Staub gemacht. Ach, das ist, war bestimmt der gleiche, der vorhin das ganze Copper aufgebraucht hat. Ja. Für seine eigenen Zwecke. Wie für seine eigenen Zwecke? Das war, um das Spiel voranzubringen. Natürlich, jetzt kommt er mir auch mit dem Review-Aspekt, oder was? Ja, ich, als Let's Player hat man so Review-Aspekte, weißt du? Ja. Ah, so. Schnauze. Buddha sagt Schnauze. So. Die Frage ist, wir haben noch 800... Tobi? Ja? Tobi? Ja? Tobi? Mhm. Tobi? Ja? Riech mal. Das habe ich irgendwie vermisst. Das ist so blöd einfach. Das macht echt Laune. Ich weiß nicht warum. Weißt du, wie viele auf der Gamescom mir ihren Finger unter die Nase gehalten haben und riech mal gesagt haben? Ernsthaft? Das ist nicht lustig, ey, ganz ehrlich. Man weiß nicht, wo die Finger vorher waren. Boah, das ist ja Hammer. Das ist ja echt der Hammer. Ich muss mir das, tut mir leid, ich muss mir das echt bildlich vorstellen. Und du weißt wirklich nicht, wo die Finger vorher waren oder was sie gegessen haben oder was auch immer. Oh. Vor allem, wie akribisch sie sich auf diesen Moment vorbereitet haben an diesem Tag. Dann auch ganz langsam, so richtig so in Zeitlupe. Oh, Träumchen. Entschuldigung, musste ich gerade lachen. Ich weiß, es ist komplett unlustig. Ich finde, es ist amüsant. So, ich bringe uns jetzt auf einen Planeten. Der wird dir sehr gefallen. Mein Spiel buggt. Das Raumschiff wackelt, wie bei Star Trek immer. Warte mal, ich versuche mal vor zum Kontrollraum zu kommen. Oh, Hilfe! Oh, Hilfe! Oh. Oh. Ach, schön. Ich bin erst auf dem Planet, ich bin erst auf... Oh, Scheiße. Ah, Träumchen. Träumchen. Weißt du, was Schönes? Wenn man von einem Wüstenplaneten direkt zum Wüstenplaneten fliegt. Boah, das sieht aber geil aus hier. Boah, cool. Hier lang. Ja, ich sehe schon, das ist ein Blümchen. Ja. Boah, geil, Gravitation. Alter. Boah. Boah, geil. Hier ist niemand irgendwie, ne? Nee, ja, wahrscheinlich doch, aber nicht hier. Boah, geil. Das ist ein cooler Planet. Ist ja fein gemacht. Alles klauen, die Tür haben wir auch mit. Okay. Ja, der Rest ist mir egal. Ja. Oh, so viel Eisen hier. Und so viel Kohle. Ich glaube, hier werden... ich glaube, hier werden wir glücklich. Rohstoffmäßig zumindest. Ja, wobei die Gegner... Ah, es geht. Ja gut, wir sind jetzt natürlich wieder im anderen Sektor, ne? Da sieht es jetzt schon wieder anders aus. Ja, läufst du weiter? Soll ich die Rohstoffe hier nicht sammeln? Ich guck erstmal so generell. Ich verschaffe mir gerade mal eine Übersicht. Huch. Oh, Alter. Die werfen mit Kot. Das ist genau mein Planet. Ich glaube, du solltest vorsichtig sein bei den komischen roten Viechern. Die sind echt nicht ganz so schlecht. Und ein Seifenblasenvogel wieder. Du hast eine Kiste aufgemacht? Nein. Schnell weg. Was war da drin? Nichts. Brauch unbedingt Bandagen demnächst mal. Ich glaube nicht, dass wir hier sowas kriegen, ne? Ich hab gerade schon wieder eine Kiste geklaut. Bandagen, ich habe leider nur noch zwei, scheiße. Wir hätten vielleicht vorher nochmal... Oh.
Da hast du recht. Entschuldigung, ich konnte nicht widerstehen gerade. So, denn wir brauchen ja die Rohstoffe, um auch in die nächste Evolutionsstufe zu gelangen. Ich weiß gar nicht, was war das nächste, was wir machen müssen. Weißt du das noch? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich überlege schon die ganze Zeit, was der zweite Gegner dann danach war. Boah, das weiß ich auch überhaupt nicht mehr. Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Küchenquelle. Jetzt noch die Magstar-Kredit. Nee, warte, das war nicht Magstar, das war, hier. Mietkaution. Money-Fix. Das kommt dahin. Das bleibt so stehen. Was ist das? Keine Ahnung. Boah, wie geil. Nein. Boah. Oh. Ah. Hat uns doch noch weiter erwischt. Boah, ich auch. Erstmal schnell eine Bandage nehmen. Hier, warte. Da. Das habe ich. Ist die letzte. Ja, ist wirklich die letzte. Oh, warte mal. Kann man das hier nicht. Ah. Die Dinger hier geben doch Plants, oder? Ja, deswegen sammle ich die gerade heimlich. Ah. Oh, hier ist ein See. Ich sehe. Boah, der Wind hier ist auch geil. Wind? Ja, ich habe hier gerade so ein Windsample. So. Huch. Vorsicht, Seepferdchen. So, an sich ist es schon ein cooler Planet, ne? Ja, finde ich eigentlich auch. Auch mit diesen Wasserbäckchen, Wasserbädern und so. Ja. Oh, es fängt an zu regnen. Ist das Regen? Nee, das ist ein Grafikfehler. Ich dachte gerade, es fängt an zu regnen, das ist nur so ein Grafikfehler. Nein, das ist Regen. Ich kann mir so vorstellen, in 10 Jahren, ne, wenn so Kinder zu Hause sitzen und draußen fängt an zu regnen. Dann sagen wir, das ist wieder Rinderbahn. Sollen wir mal in Sicher, ja, bitte? Sicher, dass das kein Regen ist? Hast du auch diesen Grafikfehler? Ja, dieses Geblitze zwischendrin hinten immer mal. Ja, aber ich glaube, das ist irgendwie so Risse zwischen Texturen oder zwischen diesen Dingens da. Gut möglich. Ich bin unsicher, Tobi, ich bin unsicher. Was mag das sein? Jetzt habe ich wieder diesen. Ja? Du? Ja? Oh. Meine Frames sind einfach nur gerade gedroppt, weil ich. Der Affe läuft wieder Amok. Ja. Ich habe gerade mal Sand gesehen. Losgesprungen, Spitzhacke aktiviert und rein. Ich glaube, ich habe auch ein paar Rohstöffchen mitgenommen. Huch! Hä? Kommt der her? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja unfassbar. Oh, hier kann man sogar gleiten auf dieser Map. Bitte, cool. bitte, was? Wegen der fehlenden Gravitation. Ach, die Gravitation. Sag das doch. Boah, hier kann man sich richtig fett reingraben, ist richtig schnell. Oh, ich. Bitte was? Warte. War das ein Kampfruf oder was? Sollte es dringend nach links gelaufen kommen. Oh oh. Ich hab leider keinen Stuhl, sonst würde ich mich hier hinsetzen und warten, aber ich hab da leider keinen Stuhl. Du bist ja auch ein Roboter. Diese Funktion ist bei dir nicht implementiert. Ah. Ich. Über diese komischen grünen Pudding-Schlümpfe hier. Warte, ich muss mich doch erst noch hinsetzen. Huch! Warte. Jetzt verpiss dich hier. Ist das ein Haus und das war's? Nein, es ist...
Es ist... Ist das... Tobi, ist das... Es ist eine ganze Stadt? Ich höre die Kisten die ganze Zeit aufgehen. Oh, oh. Nehme ich mit. Oh, haben wir Hunger? Ich esse eure Brüder. Tolle Copper Pickaxe. Ich geb dir 1 Euro, wenn du hier oben einen angreifst. 1 Euro? Mhm. Der greift dich gleich an, glaube ich. Hast du nicht gemacht? Hm? Ich meine, hey, das ist ein guter Euro. Oh, eine große Bongo. Die will ich haben. Und, was in der Kiste? Oh, 127. 17 Schaden. Na, das nehme ich mal mit. Was denn? Ich habe gerade eine Waffe mit 17 Schaden gefunden. Ach so. Leider keine Special-Waffe. Leider nur. Ach, naja, dann ist es natürlich ärgerlich. Ah, die ganzen Bücher wieder. Aber ich nehme die Bücher diesmal nicht mit in dieser Runde, ne? Ich habe auch nur 1 aus Versehen gerade mitgenommen. Ich habe 1 mitgenommen, da dachte ich mir, ja nee, lohnt sich ja eh nicht, wenn hier wieder abgedatet wird, dann ist eh alles weg. Wie er immer die Kisten überall öffnet, ne? Nee, da war gar keine Kiste. Hm, Alter, ich habe voll die Lex-Bikes. Das ist voll illegal. Mist. Oh. Da war nichts drin, nein, nein. Ich hasse ihn so sehr. Nee, da war aber wirklich nichts drin. Boah, Alter, ich habe bei euch ganz üble Lex-Bikes, warum das denn? Ja, bei mir ruckelt's teilweise aber gerade auch übelst. Vielleicht liegt das an den ganzen Menschen, also an den ganzen NPCs, die hier rumwandern. Das kann sein. Alter, mach die Damage. Boah. 40 Pixel, hey! Das Problem ist, ich muss mal ganz kurz Bandagen kraften. Kraft. Mit. Du hast nicht genug Inventarplatz gehabt und ich hab die gerade gekriegt. Das kann sein. Warte, ich geb dir die. 10 Stück waren das. Ja, ruhig die Hälfte, mehr brauch ich ja nicht. Nimmst die anderen für dich. Hä, das hast mir jetzt doch alle gegeben. Nee, das waren nur... Ich hab 10 Stück jetzt. Das reicht zwar genau. Achso, okay, ja, super. Einwanderungspläne! So! Mietplätze wieder frei! Oh! Tobi! Oh! Ich schieß nicht, ich bin nur noch ein Kind! Ich bin tot! Alter, wie das mir gegeben hat! Wie das mir gegeben hat! Das ist jetzt ein bisschen erschreckend, aber... Alter. Aber da kam ja auch noch so ein anderes Viech, glaube ich, ne? Mhm. Oh, Alter, durch diese Lags. Alter, die machen auch übel Damage hier auf dem Planeten. Wir sollten... Oh! Ja, Tobi, ich komme mal zu dir. Oh, ich komme auf dem Planeten, auf dem Dings hoch. Ah, okay. Ja, ich, wir sollten vielleicht Rohstoffe und die Rüstung upgraden. Wir sollten mal gucken. Auch. Ich war... Ja, aber am besten wäre halt der Planet hier, ne? Weil da gibt es schon viele Rohstoffe. Ja, ja, genau. Deswegen habe ich ja den Wüstenplanet wieder ausgesucht. Jetzt ist natürlich die Frage, was kommt denn als... Ach, Steelbar. Ich weiß, was als nächstes kommt. Der große goldene Roboter. Falls du dich erinnerst. Ach, der. Mhm. Ist der, wo man das Gehirn sieht? Ja. Just der ist es.
Ach du Scheiße. Ja, wo du früher mal gesagt hast, der wird aussehen wie ein Pimmel. Was? Was? Was hast du immer gesagt? Wann habe ich das gesagt? Hey Tobi, guck mal, weißt du, wie das aussieht? Hä? Na, wolltest du von mir mal, dass ich sage, es sieht aus wie ein Pimmel? Ich weiß jetzt nicht, wie bei dir so ein handelsüblicher Phallus aussieht. Aber ich könnte schwören, meiner ähnelt dem nicht unbedingt. Das ist ein Geständnis. Ja. Ich komme gerade vor wie eine RTL-Beichte. Aber ja, der Witz war Geständnis. Geständ? Was ist denn los? Bist du, Tobi, seitdem die Oma nicht mehr da ist, machst du dauernd nur noch Sexwitze. Was ist los? Was ist wirklich passiert? Was ist das Geheimnis? Warum beziehst du das auf die Oma? Das ist ekelhaft. Ja, weil seitdem die Oma weg ist, bist du so geworden. Wie bin ich denn geworden? Ja, so versaut. Was? Lauter? Ja, so versaut. Nein. Jetzt hängt ja hier überall noch Kameras auf. Wahrscheinlich baut er noch bald eine Dusche rein. So. Sieht doch nett aus. Hä, wieso kann ich denn das jetzt auf einmal... Okay, ich frag gar nicht. Hä? Wieso ging das auf einmal? Was denn? Nichts. Ich probiere gerade nur... Was baust du dir da schon wieder von unseren Rohstoffen? Ich probiere gerade nur, wie wir weiterkommen fürs Team. Mhm. Das ist ja auch wichtig. So, die alten Rüstungen schmeiße ich diesmal weg. Ich sammle die nicht mehr. Alter, ich sehe aus wie ein Eishockeyspieler. Auch mit der Waffe. Folgendes. So, du hast also die neue Rüstung. Mhm. Ja. Wollen wir jetzt wieder runter und gegen Monster kämpfen, Tobi? Ja, mach mal. Hui, ich bin bereit. Kommst du mit? So, hier ist der Rest. 36. Hm? Was denn? Was machst du denn da jetzt? Wo gehst du hin? Gehe. Hm? Gehe. Wieso gehst du denn jetzt? Weg. Aber warum? Und wohin? Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Sammelst du jetzt Silber? Ist es das, was du machst? Vielleicht. Vielleicht sammle ich Silber, das ich auf meinem Schiff deponieren werde. Okay. Na gut. Bitte. Auf diesen egoistischen Affen. Bitte, bitte, bitte. Dieser egoistische Affe hat dir gerade knapp 30 Silberbarren eingeschmolzen. Ein Bock mehr auf diesen Affen. Von Dingen, die er selber fürs Team gesammelt hat. Extra. Aber bitte, wenn die alte Robotertante jetzt wieder denkt, sie muss hier den Larry machen, dann... So, was haben wir denn hier? Silver Grease, Diva. Okay. Okay, da muss ich doch eigentlich nur noch hier. Wenn ich. Roboter schon besiegt? Ja, doch, habe ich schon vorhin gemacht. Ja? Ja. Und gegen wen kämpfst du so? Air Explosive Pelgum. Was? Keine Ahnung. Also ein komischer Vogel. Ich meine natürlich, ach so. Sehr schön. Freut mich, ja, dass du... Es gab mal Zeiten, habe ich mit so einem Affen immer... Nee, freut mich, dass du allein so viel Spaß hast. Das freut mich schon. Oh, was ist denn das? Oh, ein Haus. Ach ja, da haben wir immer früher dann zusammen... Was ist das denn? Das ist gar kein Haus. Das. Hm? Hä, wo ist denn jetzt... Ach, da. Ah, nicht okay, deswegen. Nee, auch mit dir rede ich auch gar nicht. Ich. Das guck ich auch nicht.
Nee, das ist vorbei, die Zeiten. Kiste. Das ist vorbei, schön, die Zeiten. Das ist jetzt, ich habe jetzt auch den Teamspeak-Server deaktiviert und habe jetzt den Team-Schweig-Server installiert. Machst jetzt nur noch Let's Plays mit Schweighöfer. Ja. Und Schweiger. So. Ah, schnarch. Okay, das war's. Dann guck ich mal, wenn ich jetzt hier, ne? Ach, die, hä? Das verstehe ich nicht. Wieso kann ich die denn jetzt... Ach du Scheiße, okay. Ah, großartig. Was denn? Wer sind sie? Was machen sie auf meinem Schiff? Willst du gar nicht wissen. Feuer kostet extra. Hab ich, wieso rüstest du die... hast du auch auf... Hä, wieso hast du die gleich wie ich? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe die gleiche... das ist, glaube ich, die gleiche. Strange. Stimmt, so, warte. Ich pack mal die ganzen Müll wieder. Oh, Pants. Ich pack mal die ganzen Müll. Ach nee, Quatsch, ist das gar nicht. Silver Helmet, ne? Ja. Ich pack mal den ganzen Müll hier in den Schiffscomputer rein, weil ich habe keinen Bock, da mein Inventar klumpt hier die ganze Zeit zu mit dem ganzen Mist. Mist also, ja? Ja. Ja, ja. Dinge, die wir zusammengesammelt haben, ist Mist. In diesem Fall. Ja. Hä? Zwillinge. Modern Sliding Door. Ja, ich würde ja gerne damit irgendwie was anfangen und was craften und also ein Haus bauen und so, aber das lohnt sich ja eigentlich alles gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Weil wir halt sowieso nochmal von vorne anfangen wahrscheinlich müssen. Das ist eigentlich echt schade. Und dann sehe ich schon die Überraschung, wenn wir doch nicht von vorne anfangen müssen und dann stehen wir da. So, das ist eh nur ein Block. Die Sewer Pipes packe ich da auch mal rein. Den Sand. Ja, meine Güte. Huch, ich habe noch 29 Silver Bars. Brauchst du noch Silber? Was habe ich denn? Ja, wenn du noch hast. Ich habe ja extra. Ich sag's schon gar nicht mehr. Hier. Wirken wir beide mit den Masken jetzt irgendwie wie so eine Sekte, die hier oben wohnt, mit dem Get-Out-Zeichen irgendwie. Wir senden eine Nachricht an die Welt. Ja. So genug. Oh, das war's? Okay. Ja, dann... Wanderlust. Mach dir doch... Was? Wanderlust? Ach ja, Wanderlust, kenne ich. Gibt's ja auch, Alter, what the fuck. Also mach dir doch gerade mal, wenn du magst, mach dir doch gerade mal hier, ne? Ich mach das hier gerade mal. Was machst du da? Ja, das ist doch hier, da muss doch. Das können wir auch mal. Das hat ja funktioniert, das wissen wir ja jetzt. Achso. Review-Hintergrund, ne? Ja, natürlich. Und dann können wir stattdessen vielleicht. Obwohl, ja, lohnt sich alles, wenn ich das jetzt mache, aber ist auch egal. Hast du eine Rüstung gemacht? Ja. Ich muss gerade nur das Zeug da oben wieder reinpacken. Bloß weg, bevor du anfängst zu düdeln. Hey, warum? Ist doch schöne Musik. Braucht 200 Pixel. Die nächste Rüstung? Nee. Ja, doch, vielleicht. Hast du 200 Pixel? Nee, ich habe 600, ich brauche 800. Boah, das wäre mal fröhliche Weihnachten mit so einem motivierten Song. Boah, dieser scheiß Jukebox-Roboter. Verarscht du Musik? Aber echt. Na ja, toll.
Wo kriegen wir denn... Oh. Oh, Alter! Boah, was war das? Ich lebe noch. Boah. Alter. Oh, machst du mal gerade? Ich grabe hier eben. Danke. Ach, weißt du, was wir vergessen haben? Wie man nicht gierig ist? Nee, wir haben vergessen, auf das Piratenschiff zu gehen auf dem einen Planeten. Ja, gut, aber das ist egal. Das war ja Level 1 quasi. Nein. Ja, da kommen wir später nochmal hin. Das ist wie Disney World. Wir kommen da später nochmal hin. Willst du hin? Muss da noch ein Lied vorspielen. Oh. Ich glaube, hier gibt es wirklich... Alter, hier gibt es echt sehr viele Rohstoffe. Ich helfe dir tragen. Das ist so lieb von dir. Warum helfe ich dir das zu ertragen? Kinder, es ist Erde-Dankfest. Mit einem wunderschönen Song von MC Robert. Es wird ja echt noch der Sonnenuntergang. Alter, was war das denn gerade? 20 Silber habe ich gerade gefunden, einfach mal. Also rohstoffmäßig ist es hier echt fett auf dem Planeten. Oh. Alter. Oh. Alter, was? Guck mal da unten. Alter. Boah. Nein. Ich kann dir nicht helfen. Boah, diese Scheißwaffe. Ich muss ganz kurz, ich kann nicht kämpfen gerade, ich muss mich mal healen. Indem ich hier runtergehe. Oh, was ist das denn da? Hm? Das war eine Geldkassette, okay. Ist auch geil, ist geil. Hast du gerade die ganzen Dinger auf? Nein. Wolltest du einfach heimlich runtergehen durch die Tür? Nee. Ich kenne dich. Wollt erstmal gucken, was hier noch so ist. Hier wird das Lachen gleich noch vergehen. Ich habe Sie erwartet, Mr. Bond. Und auch das habe ich erwartet. Solltest du jetzt... Türsteher feiern Weihnachten. Ho, ho, ho. Hallo? Oh. Was ist das für ein Gegner da unten? Das ist ein Rekit. Ich habe so eine beschissene Waffe. Huch, Hilfe. Boah, wie viele Kisten. Ja? Boah, wie viele Kisten. Wenigstens was drin? Also diese Geldkisten halt, ne? Ah, cool. Ja, Geld braucht man, glaube ich, gerade auch. Nee, gar nicht. Deswegen bist du auch alleine ins Labor und hast alles aufgesammelt. Ja, gut, das war nicht so viel. Das sah vielleicht viel aus, aber gemessen an Bill Gates war das nicht so viel. Ach so. Mhm. Als YouTuber ist man natürlich mehr geworden. Natürlich. Vor allem mehr als Bill Gates hat. ja, natürlich. Hab
Wie süß, oh, Alter. Ein Fischchen sterben. Alter. Oh, ich hab die besiegt. Ich hab sie besiegt. Wie hab ich die besiegt? Um Gottes Willen. Ich hatte gar keine Energie mehr und ich hab die irgendwie noch besiegt. Jetzt bist du ein ganz großer Held, ne? Ja, bin ich auch. Alter, das müsst ihr euch unbedingt mal auf meinem Channel angucken. Oh Gott. Ich finde den Running Gag witzig. Weil ich sonst keine witzigen Sachen zu erzählen habe. So, habe ich denn irgendwas, mit dem ich jetzt hier den Abgrund überqueren kann? Ich würde gerne mal wieder in so eine Eisregion, das wäre auch geil. Boah, weißt du noch? Ganz am Anfang, ja. Das war super. Als wir überhaupt nicht wussten, was da jetzt passiert. War schon geil. Das war der Hammer. Zum Sparpreis. Jetzt an allen teilnehmenden Fachmärkten. Huch. Drei. In Portugal. Wo gibt's bei euch eigentlich noch Spar in Köln? Sparmarkt? Boah, das weiß ich ja nicht, ehrlich gesagt. Wir hatten hier mal einen gehabt, aber der hat sich irgendwie, ist der dann Los Pleitos gegangen. Los Pleitos, Copper Pickaxe, Stone Axe, Puss Plum Seed, na, das lasse ich mal da. So, da bin ich mal lieber vorsichtig. Ich hab Bock auf den Bohrer. Boah, weißt du noch? Das war toll. Ja. Wir die endlich hatten und dann... Oh, hier riecht auf einmal irgendwas nach Essen. Ja. Oh, wie unfair. Oh. Ach, Throwing Digger. Was denn? Nichts. Was hast du gefunden, ohne mich? Ich bringe dir nachher eine neue Waffe mit, wenn du magst. Die macht 17 Schaden. Mhm. Und sieht sehr gut aus. Hallo? Alter. Alter, geil. Mein lieber Freund. Was denn? Die hat schon Wumms. Ich glaube, wir werden bald auf diesem Planeten überleben können. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Herschel. Herschelsen. Du meinst, der einfach mehr Glück hatte? Der dafür hat dann auch keinen Jubble Jump selber gefunden. Ja, das stimmt. Ja, muss man ja auch mal sagen. Ich bin Super Herschel schon ziemlich arm. Ja gut, aber der ist ja auch alt. Das Einzige, was das Einzige, was Herschel wirklich kann, ist irgendwie eine heiße Tochter zu haben. Ja, oder er kann wahrscheinlich auch einen Double Jump, und zwar das Gebiss vom Bett aus ins Glas. Das kann sein, das weiß ich, mit so einer doppelten Salto Mortale. Der dreifache Rittberger. Eieieiei, hier unten wird's aber gefährlich. Nein, nein! Boah. Siehst du? Sag ich doch. Das war knapp. Darauf erstmal ein Liedchen trällern. So, wo hast du die Waffe, die Klampfe gefunden in der Kiste? Ich weiß es gar nicht. Ich hatte die eben auf einmal. Keine Ahnung, wo ich die her hatte. Das war auf einmal da. Ey, scheiß Cheater. Der kleine Jonah. Diese Viecher, wo zwei Augen haben, ne? Diese wo so diese horizontal großen, laufen. Aber die tun aber nichts. Nee? Die mit den fetten Augen, diese komischen rosa Viecher, die tun nichts. Ich? Nö, da gehe ich einfach dran vorbei. Die tun mir nichts. Ach so. Und ich muss momentan auch niemanden unbedingt angreifen, direkt. Ich will jetzt niemanden angreifen, ja, aber... Die sind schon... aber nein. Es gibt hier wirklich wahnsinnig viele Geldkassetten. Finde ich gut. Ich brauche nämlich Pixel. Ja, ich auch. Nein. Verrat aber nicht wofür. Ich auch nicht. Wofür brauchst du die? Sag ich nicht. Okay, ich auch nicht. Weißt du, wann ich das sage? Hm? Was denn? Für was ich die Pixel brauche? Wenn ich es sage? Nee. Ich glaube, ich sag das in der nächsten Folge. In der nächsten Folge? Hm. Boah, du Gewiefter. Das ist aber schon hart. Das ist aber schon hart. Das würde implizieren, dass du diese Folge jetzt beenden willst. Ich will die Folge jetzt beenden, ja. Aber ist das nicht unmenschlich? Nee, das ist nicht unmenschlich. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Echt? Ja. Hör auf. Ich dachte, du sollst bei 30 sollst du doch Bescheid sagen. Bei 40 ja, sei froh, dass ich es bei 40 mache.
That's what she said. Ja. Ja, waren das schon wieder 40 Minuten? Ich war bewusstlos, ich habe nichts mitbekommen. Entschuldigung. Ja, das musst du, Baby. Oh, nein. Ach Gott sei Dank, ich liebe. Das hätte auch anders ausgehen können. Ja, ich würde sagen, dann nächste Folge. Ja, würde ich auch sagen, hoffentlich. Okay, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ah, tschüss. Ja. Tschüss. Ach ja, der Endscreen. Ach, den hätten wir fast vergessen, ne? Ja, ja, aber nur fast. Das redet ihr eben. Ja, ach, weißt du was? Wir fassen uns diesmal kurz. Ciao! Tschüss!